Das war mal so kurzer Einblick, wie ich die Maschine dann da eben halt immer parke und wie ich die jetzt hier über Winter in meine Garage sozusagen lasse. Und ja, jetzt werde ich noch eine kleine Runde fahren. Wetter ist top. Spiegel müssen wir wieder gerade machen. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Okay, also bis gleich. Müsste ich mal die Spiegel putzen. Ja, die Ural, die muss immer ein bisschen warm laufen. Jetzt, wo es ein bisschen kühler ist draußen. Und dann regelt sie wieder runter. Dann kann man losfahren. Die brauchen eine bestimmte Betriebstemperatur. Ansonsten ist das nur ein Geruckel und ein Gemacher. Das macht keinen Spaß. Ja. Volle Sicht nach hinten. Ja. Cool, ne? Und jetzt war nicht mit. Scheiße, ich wollte eigentlich diese Wolle durch den Motor fahren. Ja, mit meinem Schildball. Oh, fahr ich hier nur lang. Dann muss ich da wieder putzen. Gestern hat es geregnet ohne Ende. Aber ich hoffe, dass auf diesem Teilstück, wo ich lang fahre, nicht so viele Pfützen sind. Kurzer Zwischenstopp, Kameraumbau. Ich werde mal versuchen, ob ich die Kamera jetzt eine andere Position kriege. Dann geht's weiter. Die Sonne ist echt krass, ey. Wenn die von vorne so reinscheint hier, manchmal sieht man gar nichts mehr. Hier geht es ziemlich steil runter.
hoffe, dass man nicht noch einigermaßen passiert. Nur mit dem Fahren hier zu sehen, ich habe nicht gehabt. So. Mal gucken, ob wir rechts noch nicht ankommen. Herrliches Wetter, also wunderbar, man braucht bestimmt fahren bis nach Gardasee. Das ist immer so ein schönes Wetter, ey. Der Akku ist alle, so geht es stehen fahren. Das ist total verlangen. Sonst hast du keine Chance, kippst du sogar um mit dem Wind hier. Ist nicht ausgeschlossen, ja. Also hier musst du wirklich immer das Gewicht nach rechts verlagern. Wenn du Solo fährst, ganz krass, und vor allen Dingen am Gelände. Und den Lenker festhalten. Ganz wichtig. Also Rücken festhalten. Zack. Das kriegst du ja wirklich vom Schemel. Und das will ich nicht und möchte ich nicht. Also nicht übertreiben. Und der absolute Kunst- und Crossfahrer bin ich ja auch nicht. Ich fahre ja erst seit einem halben Jahr. Naja, seit März. Ende März. Das Motorrad hier, die Ural. Und komme eigentlich ganz gut zurecht. Allerdings, man muss wirklich echt auf die Rechtskurven achten, das ist so krass, ja. Das ist so krass, wenn das Ding sich abhebt. Du musst sofort das Gewicht auf die rechte Seite bringen, sonst fliegst du ab nach links. Es geht so schnell, kannst du gar nicht gucken. So, okay. Ja, was ich ganz sogar vergessen habe zu zeigen, das ist hier mein Hinterrad oder zumindest mein Reifen. Wie man sieht, hier, das sind Spuren vom Wechsel. Denn meinen Reifen, den haben wir förmlich in Italien abradiert, runterradiert, abgefahren. Und jetzt habe ich einen neuen Reifen drauf. Den habe ich vergangene Woche montierend, mit einem Kumpel montiert. Alles gut, alles passt, alles fest wieder. Aber der alte Reifen hatte bei 5000 Kilometer den Geist aufgegeben, da hatte ich dann nicht mal mehr hier in der Mitte 1 mm Profil, das war noch unter dem. Deshalb dieser Wechsel, jetzt ist neuer drauf. Und ich hoffe, dass der noch recht lange hält. Zumindest versuche ich über 5000 Kilometer zu kommen mit dem Reifen. Was noch ansteht, ist eine Durchsicht. Und die ist bei der Maschine auch bei 5000 Kilometer. So. Ja, weshalb ich überhaupt rausgefahren bin, ist, ich werde jetzt wieder die Haube wieder rauf machen auf den Beiwagen. Weil wenn es denn regnet, dass das Ding nicht voll Wasser läuft. Dafür sind ja die Dinger da. Und es ist auch ein Schutz, wenn Carmen wieder mitkommt, dass dann eben halt das im Boot nicht zu kalt und nicht zu kühl wird. Und das mache ich dann. Musik.
So, gucken wir uns das mal von nahen an. Noch ein bisschen. Hier sind so Klettbänder dran. Und die sind so Drehverschlüsse. Das ist alles zu. Auch zu. Und hier müsste noch so ein Gummi dran sein. Genauso wie hier. Genau. Und hier. So. Was haben wir hier noch? So ist es. Ja, fast wasserdicht. Und dementsprechend kann das Boot nicht mehr voll Wasser laufen, sollte es regnen. Absolut. Und für die mitfahren, können die Plane hier hinten abmachen, umschlagen, nach innen legen und über die Beine legen. Oder Candy, wenn sie drinnen sitzt. Bloß jetzt ist für Candy alles zu kalt. So, ich hoffe, dass das jetzt ja für die Winterzeit reicht. Vielleicht fahre ich dann auch mal, wenn es richtig Winter ist, über so einen Schneeacker und da braucht man diese Plane auch. So ist das. Also, jetzt geht es wieder Richtung Frankfurt-Oder. Bis gleich. So, wir tanken da. Was kostet der Sprit? 2,11 €. Wahnsinn. Ja. Und super hätte ich 1,91 € bezahlt. Okay. So, dann werden wir das alles wieder verpacken hier. Alle Utensilien. Ja, hier habe ich mal einen ganz großen Fehler gemacht. Und da habe ich den Tank so vollgetankt, dass der Überlauf praktisch der Benzin, das Benzin in den Überlauf geflossen ist und so ein Schwein gehabt. Hier unten ist der Kohlefilter für die Verdampfung. Der ist dafür da, dass wenn das Benzin verdampft, nicht nach Benzin stinkt oder in Garagen oder wenn ein Auto abgestellt wird oder ein Motorrad abgestellt wird, dass nach Benzin stinkt.
Und jedenfalls läuft da der Überlauf durch und unten wieder raus. Und unten sieht man den Auspuffkrümmer. Und genau da lief das Benzin raus, tropfte raus wie, also ich bin, habe einen Schock gehabt. Wenn der Krümmer mehr geglüht hätte, hätte sich das alles entzündet. Wahnsinn, ne? Ja, also immer darauf achten, nie bis zum Überlauf voll machen, lieber ein bisschen weniger tanken.